Je weiter ihr in Richtung Algarve kommt, desto touristischer wird es. Mit diesen Worten verabschiedete uns unser Stegnachbar in Sines. Wir sind sehr gespannt, was uns hier erwartet. Um sich besser vorstellen zu können, wie unser Turnverlauf bisher war, hier ein rascher Blick auf die Karte. Portimão liegt an der Flussmündung des Rio Agade. Neben Lagos ist es einer der bedeutendsten Urlaubsorte an der westlichen Algarve. Das wird uns beim Einchecken sofort bewusst, denn die Liegeplatzpreise sind gesalzen. In der Marina selbst ist vom Massentourismus wenig zu spüren. Aber an der Promenade am Strand Praia da Rocha werden alle Klischees des Massentourismus bedient. Wir suchen das Postamt, geben unser Paket mit dem defekten Hydrogenerator auf und beschließen, Portimão am nächsten Tag zu verlassen. In der Hauptsaison ist es uns hier einfach zu voll. Wir verlassen Portimão nach zwei Nächten, haben gerade ausgecheckt. Die Marina ist sehr gut, gutes Internet, gute Toilettenanlagen, aber sehr teuer und sehr weitläufig. Also ohne Fahrräder wäre das nichts gewesen. Der Ort selbst ist eine Katastrophe. Touristen, Hochburg ohne Ende. Von der Seite her sind wir jetzt froh, dass wir erstmal wieder auf See sind. Leider läuft die Maschine, denn es ist morgens ja kein Wind. Man kann nicht nur fahren, wenn Wind ist, denn dann hat man nur 3 Stunden oder 4 Stunden zu fahren. Vor der Insel Culatra ist wohl einer der bekanntesten Ankerplätze Portugals. Die Lagune wird im Westen von Faro, im Norden von Olho und zum Atlantik hin von der Insel Culatra begrenzt. Wir haben gerade das Dinghy aufgebaut. Der Motor läuft wunderbar, ist aber undicht. Es ist also irgendwo eine Dichtung nicht ganz in Ordnung von dem Benzin. Und ich hoffe, dass es ständig Benzin daraus. Jetzt suche ich den ganzen Kram und ich habe das Ding jetzt auseinandergenommen. Hier habe ich auch ein paar O-Ringe. Gucken wir mal, ob einer passt. Es passt natürlich keiner der O-Ringe. So fahre ich mit einem Wassertaxi nach Olho. Der Suzuki-Händler vor Ort ist sehr hilfsbereit, doch die Ersatzteilbestellung würde 1 bis 2 Wochen dauern. Das ist für uns viel zu lang. Also zurück zum Ankerplatz. Nach einiger Zeit gelingt es mir, den undichten Benzinhahn mit Bordmitteln zu überbrücken. So können wir nun das Dinghy ohne Probleme benutzen. Olho liegt an der sogenannten Sandalgarve.
Sotavento. So nennt man dieses Küstengebiet zwischen Faro und der Ostgrenze Portugals zu Spanien. Man lebt ja hauptsächlich vom Tourismus und vom Fischfang. Wir machen einen Einkaufsbummel über den Markt und bestaunen die aufwendig bemalten Hausfassaden. Dann geht's mit gut gefüllten Taschen per Dinghy zurück zum Ankerplatz. Da wir aber nun Niedrigwasser haben, müssen wir dem Tonnenstrich um das trockengefallene Flach folgen. Eine Dreiviertelstunde dauert der Weg. Nach unserem Landausflug mit dem Dinghy sind wir nun wieder an Bord zurück, haben schön gebruncht und der Wind hat aufgefrischt auf gute 25 Knoten. Etwas ganz Besonderes für uns sind immer die Abende vor Anker. Diese Ruhe, das leichte Wiegen des Bootes, die unglaublichen Farben am Abendhimmel. Wir können davon nie genug bekommen. Doch heute ist etwas ganz Besonderes zu beobachten. Der sogenannte Blutmond geht auf. Der Mond leuchtet bei einer Mondfinsternis blutrot. Es ist eine der längsten des 21. Jahrhunderts. Der Mond bewegt sich durch den Kernschatten der Erde. Hierbei wird das Sonnenlicht so um die Erde gebeugt, dass der Mond blutrot leuchtet. Grandios. Culatra. Die flache Sand- und Düneninsel ist ca. 7 Kilometer lang und an manchen Stellen gut 1 Kilometer breit. In drei Siedlungen leben hier ca. 1000 Menschen ganzjährig. Neben der Ortschaft Culatra selbst gibt es westlich davon noch die Siedlungen Farol und Hongares. Das Wahrzeichen von Culatra ist am Capo de Santa Maria, der 1851 erbaute und 47 Meter hohe Leuchtturm. Uns gefällt es hier besonders gut, weil es hier keine Hotels gibt. Kleine Pensionen oder private Unterkünfte werden von Feriengästen, die Ruhe suchen, gerne genutzt. Wir verlassen nach über einer Woche den Ankerplatz vor Faro, weil Starkwind für übermorgen angesagt ist mit bis zu 47 Knoten. Deswegen machen wir hier die Biege. Heute geht's nach Ilha de Cristina. Thank you.
2. August. Wunderbares Wetter. Es ist ein bisschen schwül, aber es kommt auch immer so ein bisschen Wind. Es ist an sich fantastisch. Wir haben heute den Ort erkundet mit den Fahrrädern. Christina ist ein toller Ort. Es ist wirklich, es ist gepflegt, Palmen überall und wir fühlen uns also richtig, richtig wohl. Wir haben hier heute vorbereitet eine Gemüseplatte, Filet vom Feinsten, Bier und was ganz Besonderes, ich war nämlich einkaufen und da hat die Petra per Telefon mir gesagt, ich sollte Brot kaufen, aber bitte mit dicken Scheiben. Das habe ich beherzigt und das ist dabei rausgekommen. Es sind dicke Scheiben, richtig große außerdem. Und da wir von der Verarbeitungstechnik gedacht haben, das ist das Richtige für unseren Grill, schmeißen wir heute alles einfach auf den Grill. Das wird sau lecker. Das weiß ich jetzt schon. Samstag, der 4. August. Das war wieder ein herrlicher Tag. Es begann allein schon mit der Idee, mit dem Fahrrad in die Stadt zu fahren und beim Chinesen irgendetwas einzukaufen, was wir so für Bürobedarf noch brauchen. Das haben wir dann gemacht und waren noch sehr erfolgreich. Danach haben wir dann beim Fischhöker Fisch gekauft. Hier kann man sehr gut Fisch kaufen. In der Fischhalle ist ein riesen Fischmarkt. Die Trawler liefern hier ihre Fische an und ist richtig was los. Da haben wir schöne Doraden gekauft und so kleine Siptons, kleine hier für unseren Grill. Ja, und wie wir dann wieder hier waren, an Bord, kommt unser Nachbar, gerade vom Angeln zurück. Der hat hier so ein richtig fettes Schiff liegen, hier neben uns. Und da geht alles nur mit Bootsmann sauber machen. Macht er alles aber nicht. Lässt das vom Bootsmann machen. Und der Bootsmann, der kam dann, wie die fertig waren und die Herrschaft nach Hause gegangen ist, mit einem Eimer Fische zu uns. Und meinte, das wäre für uns, weil wir ihm immer so nett geholfen hätten beim Festmachen. Und dann habe ich da Dorade entschuppt und Fische, die wir so noch gar nicht identifizieren konnten. Die Schuppen. Die Makrele, die nicht. Die sind alle. Den Fisch jetzt soweit vorbereitet, dass er. Entweder auf den Grill oder, da das natürlich für uns viel zu viel ist, vakuumieren wir jetzt einen großen Teil davon und dann geht das ab in den Tiefkühler. Super, super, super. So, dann haben wir das. Ja, war auf jeden Fall sensationell. Am nächsten Morgen konnten wir dann endlich unser lang ersehntes Paket mit dem reparierten Hydrogenerator in Empfang nehmen. Es stellte sich heraus, dass sich wohl ein Zahnrad im Getriebe gelöst hatte und so den Ausfall verursachte. Den Hafen von Christina haben wir gerade verlassen. Es hat mit 20 Knoten geblasen. Super Wetter. Da hinten sieht man das Hörnchen noch. Einen wahnsinnigen Strand hier überall und hier drüben ein riesen Häuserkomplex mit ganz tollen Resorts. Wir sind jetzt hier nur unter Genua bei 130 Grad, Wind 6,5 SOG, also Speed over Ground, keine Welle. Bimini ist drauf, dass die Sonne uns nicht so pickt. Wir sind jetzt 2 Stunden weiter und wie der Wetterbericht es schon vorausgesagt hat, hat der Wind abgenommen. Wir sind jetzt hier nur noch mit 10 Knoten Wind unterwegs. Und wenn der aus 120 Grad kommt, bringt uns das gerade mal 4 Knoten durchs Wasser. Und da wir einen halben Knoten bis 0,7 Knoten Strömung mit haben, kommen wir da mit 4,7 Knoten über Grund unserem Ziel näher. Hier kommen wir jetzt an, wir fahren jetzt hier um die Ecke und dann hier in die Marina rein. Masagon Marina hat uns nicht gefallen. Sehr nüchtern, um nicht zu sagen abweisend.
sehr schlecht trainiertes Marina-Personal im Office. Man hatte das Gefühl, nicht willkommen zu sein. Schade. Dies war die schlechteste Marina, die wir bisher gehabt haben. Deshalb von uns ein Daumen nach unten. Sollten wir hier noch einmal vorbeikommen, werden wir vor der Marina ankern. Der Ankerplatz soll sehr gut sein. Mit dem Gefühl, in Masagon nichts verpasst zu haben, machen wir uns gleich am nächsten Tag auf den 32-Meilen-Turn nach Chipiona. Leichter Wind bis 15 Knoten, wenig Welle und viel Sonne. Was wollen wir mehr? Da unser Anmeldungsversuch weder per Telefon noch auf UKW beantwortet wurde, machen wir kurz nach 15 Uhr am Waiting Pontoon der Marina fest. In vielen spanischen Marinas sind die Büros mit göttlichen Öffnungszeiten gesegnet. Siesta ist heilig. Wir haben nun 2 Stunden Zeit, uns schon einmal die Marina anzusehen. 17 Uhr. Wir können endlich einklarieren und bekommen einen Liegeplatz zugewiesen. Von Chipiona sagt man, es sei einer der saubersten Badeorte hier in Andalusien. Und es ist nicht zuletzt durch seine wunderbaren, jodhaltigen Sandstrände besonders bei den spanischen Touristen sehr beliebt. Der Leuchtturm wurde 1867 erbaut und ist mit seinen 69 Metern der höchste hier in Spanien. Es hat uns große Freude gemacht, euch auf diesem Teilstück unserer Reise mitzunehmen. Für uns wurde deutlich, dass es sich sehr wohl lohnt, diesen Teil der Atlantikküste zu bereisen. Natürlich freuen wir uns auch schon darauf, euch demnächst wieder an Bord begrüßen zu können, wenn es wieder heißt: Segeln und Reisen mit Segeljacht Mola Mola.